Führungsbeziehungen sind mit Macht. Ja, es sind die wenigen Beziehungen von denen interpersonellen, die es gibt, wo explizit Macht eingebaut ist. Wolfgang Loos, schon wieder mal erwähnt, sagt hier, das ist eine schöne Führungsbeziehung. Führung ist zielorientierte Beziehungsgestaltung in Machtumgebungen. Das ist ein sehr prägnanter Satz, weil er genau das enthält. Ziel erreichen, Beziehungen gestalten und das Ganze noch im Kontext von Macht. Und damit ist eine besondere Beziehung nicht nur Zweck erreichen durch Beziehungsarbeit, sondern auch noch in einer Machtsituation. Das ganze Spiel klappt aber nur, wenn sich Geführte und Führungskraft, Manager und Führungskräfte, wer auch immer, sich darauf einlassen und sagen, okay, ich gehe mit dir eine Führungsbeziehung ein. Ich bin bereit, in dieser Machtumgebung die mit der Beziehung verbundenen Konventionen, Spielregeln und so weiter mit dir mitzuspielen. Ich kann nicht führen, wenn der Geführte sozusagen diese Beziehung mit mir nicht bereit ist einzugehen. Da kann ich zwar irgendwas mit ihm machen, kann Druck machen oder ihn irgendwo hinprügeln oder bestrafen oder irgendwie irgendeine andere verrückte Sache ausdenken. Das ist nicht Führung. Da arbeite ich in diesem Rahmen, versuche den irgendwie enger zu machen oder irgendwo hinzubringen. Führung heißt, es gibt ein beiderseitiges reziprokes Verhältnis, reziprok sozusagen in beide Richtungen entstandenes Commitment. Und die Führungsbeziehung ist noch extrem anfällig für Kontextvermischung. Im Gegensatz zu Coaching-Beziehungen übrigens auch. Ja. Andere Beziehungen kann man gut Kontextvermischung machen. Man kann mit einem Sportkameraden befreundet sein, das kann auch mal Liebe werden und so weiter. Alles. Das heißt, ich kann die Beziehung in mehreren Kontexten problemlos haben. Führungsbeziehung ist extrem anfällig. Ja, wenn jetzt über diesen Führungskontext noch andere Kontexte auftauchen, Freundschaft, oder wir waren mal Kollegen, jetzt bin ich der Chef. Ja, oder wir arbeiten zusammen, aber noch an einem strategischen geheimen Projekt, was die anderen nicht wissen dürfen. Dann fängt es an, diese Führungsbeziehung schwierig zu werden, weil keiner der beiden Partner weiß, in welchem Kontext agiert jetzt gerade der andere und ist auch mit dem Führen schwierig. Führung also ein Beziehungsgeschäft und da sich zu trauen, in Beziehungen zu gehen und diese aufzubauen und diese drei wesentlichen Faktoren, Vertrauen schaffend, also Wohlwollen, Integrität und Kompetenz zu entwickeln, ist die Aufgabe. Und nun dürfte gerade bei Familienunternehmen eine große Rolle spielen, diese Kontextvermischung. Kontextvermischung, ja, da ist es ja sozusagen das System eingebaut und dauerhaft. Da muss man sich auch noch auf diese Vermischung spezialisieren, oder wie dann nicht rauszukriegen ist. Ich glaube, wenn ich da anknüpfen darf, das Thema Familienunternehmen spielt auch eine Rolle bei der Frage, wie viel hat Führung mit Macht zu tun. Bei Familienunternehmen sehr viel. Ja. Das Problem ist, Macht bedeutet, nicht mehr lernen zu müssen. Und die Senioren in Unternehmen meinen, sie müssen nicht mehr lernen, was viele Generationsübergänge schwierig macht. In den betriebswirtschaftlich oder betriebsverfassungsrechtlich verfassten Unternehmen oder gar DAX und MDAX-Unternehmen, ist das anders. Da ist die Macht sehr kontrolliert, sehr eingeschränkt, Checks and Balances. Und die Führungskräfte, insoweit ist Dr. Loos zu widersprechen, die Führungskräfte sind nicht mehr im Freiraum einer großen Machtfülle, sondern sie sind kontrolliert und eingeschränkt, was gut ist. Denn so müssen sie lernen, so müssen sie in Kontakt mit ihren Mitarbeitern bleiben. Es ist weniger Macht, je öffentlicher es wird, umso weniger Macht, also dann Betriebsräte und Personalräte und die ganze Struktur. Nun wird es noch interessanter, wenn wir mal gucken und sozusagen uns die Führungstrial angucken, weil der geführt wird, führt ja nur auch noch einen. Und kommen jetzt zu einer interessanten Besonderheit nochmal, wenn wir das jetzt auf die ganze Organisation ausdehnen, da gibt es ja noch mehr überall, ne? Was sozusagen die eine, dass ich über das Gestalten der einen Beziehung die andere Beziehung gestalte. Also wie ich meinen Abteilungsleiter führe als Bereichsleiter, so führt der oder in Reaktanz natürlich genau anders, wie auch immer, so führt er seine Mitarbeiter. Das heißt also, es ist nicht nur dieses übliche, wie ist mein Führungsstil, partizipativ und höre ich dir zu und so weiter und so weiter. Die ganze Art und Weise, wie ich hier in der Lage bin, Vertrauen aufzubauen und Beziehungen zu gestalten, in Bewusstheit von Rolle,
aber auch, dass Macht im Spiel ist und Ziele verfolgt werden müssen, ja, beeinflusst es die Beziehung, die derjenige oder diejenige hier zu ihren Mitarbeitern hat. Das kann entweder sozusagen sich hier fortpflanzen, im besten Sinne, es kann aber auch genau gegenteilige Effekte auslösen. Die Führungskräfte verbinden sich mit ihren Mitarbeitern, kommen nicht in die Rolle, betreiben Rollenflucht, sind irgendwo, aber nicht in der Führungsrolle. Das heißt, ich muss als Führungskraft Bewusstheit haben, so wie ich die Beziehung, wo ich in der Hierarchie bin, zu dem, die ich führe und anleite, gestalte, so wirkt es sich wiederum auf die Beziehungsgestaltung der Nächsten aus. Jetzt kommt Coaching ins Spiel. Ich denke, gerade in Organisationen, wo wenig Vertrauen herrscht, die sogenannten versauten Organisationen, Missgunst und Konflikte und eine Umstrukturierung jagt die nächste, kann Coaching einerseits natürlich thematisieren. Du als Führungskraft, kläre diesen Rahmen für dich, gestalte in deinem Bereich, in deinem Teilsystem die Organisation so, dass sie erwartbar ist, Erwartungssicherheit, schaffe Erwartungssicherheit durch Klarheit in dem, was passiert. Das wäre ein Coaching-Schwerpunkt. Der nächste, schon genannt, gestalte die Beziehung zu den Geführten, bewusst darüber, dass es eine besondere Beziehung ist, die frei sein muss von Kontextverwischung, wo wir beiderseitig einen Kontrakt eingehen müssen, den wir immer wieder erneuern. Und wenn man das so hört, merkt man, dass Coaching, die Coaching-Beziehung ganz ähnlich zur Führungsbeziehung sind. Es gibt eigentlich nur einen zentralen Unterschied, dass eben keine Macht in der Beziehung drin steht. Ja, die Führungsbeziehung hat immer Macht, in der Coaching-Beziehung hat keine Macht. Ansonsten ist es, glaube ich, sehr ähnliche Beziehung. Deshalb gibt es auch so viel Vermischung der Konzepte, Führungskraft als Coach und solche Sachen, ja, die aber mal kritisch und nicht so richtig sinnvoll sind. Aber vom Grundmuster her sind es sehr ähnliche Beziehungsstrukturen. Auch die Coaching-Beziehung, die Beziehung zu meinen Klienten, darf nicht von anderen Kontexten überlagert sein. Es darf nicht gleichzeitig, also auch immer eine Freundschaft, eine Liebesbeziehung oder irgendwas anderes zu meinen Klienten existieren. Ich brauche Vertrauen, ich muss als Coach kompetent sein, integer und wohlwollend. Ja, ich komme also sozusagen mit vielen, vielen Ähnlichkeiten, nur eine Abwesenheit von Macht, die natürlich auch noch durch, keine Ahnung, super Coach und ich bin da total hilflos, gibt es natürlich auch ein Gefälle vielleicht in der Kompetenz und so, aber sie ist erstmal nicht in einer Machtumgebung. Und nun könnte man sich denken, das ist ein Effekt, den ich in letzter Zeit bewusst gestaltet habe in meinen Coachings, zu sagen, durchs Coachen schaffe ich, dass jetzt der Coach ist, im Organisationskontext kann ich ein ganz relevantes, positives, spannendes, neues, vielleicht sogar Beziehungserlebnis schaffen für meine Klienten. Da ist einer, der arbeitet mit mir an Organisationsthemen, sozusagen an diesen harten Dingen der Welt. Ja, der ist professionell, da bin ich nicht verknüpft, befreundet, irgendwas. Ja, und trotzdem entsteht eine wirkungsvolle, wunderbare, vertrauliche, vertrauenstragende Beziehung. Ein schlauer Mensch sagt, Verbindlichkeit ohne Intimität als Charakteristik für die Führungsbeziehung, finde ich sehr schön in der Definition. Verbindlichkeit ohne Intimität. Ja. Und was ich dann mache oder was wir öfter machen, Coaching, ist, unsere Beziehung zu thematisieren. Wie läuft denn das? Wie kommt denn das? Und versuche sozusagen hier modellhaft zu arbeiten und mit dem Wissen und der Erfahrung, dass derjenige das dann in der Organisation auf seine Führungsbeziehung überträgt. Also lernt an der Beziehungsarbeit im Coaching, die wir miteinander machen. Wie arbeiten wir? Wie sind wir? Wo stehen wir? Ja, also dieses ganze wunderbare Gebilde und das dann zu übertragen in seine Organisation. Also seine Beziehung ähnlich zu gestalten, ja, mit dem Bewusstsein natürlich jetzt, es macht im Spiel, es ist was anderes, aber diese Übertragung zu machen. Und das, finde ich, ist ein Effekt von Coaching, der mit Sicherheit vorhanden ist, weil wenn die Beziehung die beeinflusst, dann muss auch die Beziehung die beeinflussen. Und natürlich vielleicht auch die. Und da intensiver dran zu arbeiten, Coaching mehr damit zu machen, das mehr in den Fokus zu rücken, ist was, was sozusagen mich gerade umtreibt, mich beschäftigt, wo ich gute Erfahrungen gesammelt habe und merke,
kann man nochmal auf einer ganz anderen Ebene interessante Dinge auch bewirken, allein durch die Art und Weise, wie man das Coaching macht und thematisiert. So, das war, was ich mal erzählen wollte. Bin gespannt, auf wo das so aufgefallen ist bei Ihnen, auf welche eigenen Erfahrungen oder Ideen oder von mir auch. Sie können es auch gerne schräg finden, das ist auch in Ordnung. Und freue mich schon ein bisschen darüber erzählen. Vielleicht können Sie nochmal zurückblättern zu dieser Box, die Sie gemalt haben, mit den vier Limitanten. Aus meiner Erfahrung mit, als systemischer Management-Coach aus der Arbeit mit Führungskräften weiß ich, dass diese Limitanten von meinen Klienten kaum zu gestalten sind. Die Ziele sind vorgegeben durch den Unternehmensplan oder was auch immer. Die Regeln stehen fest, manchmal reichen sie nicht aus. Dann in der Tat kann mein Klient in seinem Führungsbereich eigene Regeln setzen und, und. Das heißt, ich bin dann als Coach doch sehr schnell bei den Inhalten. Was macht Führung aus? Nicht, was sind die Limitanten, sondern woraus besteht Führung? Und da könnte man wahrscheinlich seminarhaft rund 14 Pflichten einer Führungskraft entwickeln. Ja. Und die kann man dann auch mal durchdeklinieren mit dem Klienten. Wie weit sind Sie da? Wie weit sind Sie da? Wie weit werden Sie dem schon gerecht? Was liegt Ihnen nicht so? Was kann man durch etwas anderes ersetzen? Also meine Empfehlung wäre, hier mehr inhaltlich zu arbeiten und sich nicht so sehr mit diesen Limitanten aufzuhalten, die der Klient, wenn er nicht aus dem Top-Top-Management stammt, wahrscheinlich nicht ändern kann. Ja, ich bin fest der Meinung, dass es genau andersrum ist, weil natürlich diese Evidenzlimitanten, ja, ich nenne das Kontextsteuerung, so verstehen Sie Systemiker auch, natürlich von der Organisation werden die vorgegeben, das ist klar, aber sie sind ja nicht komplett 1:1 durchgestellt, das wissen wir, dass eine Regel, die oben definiert ist, unten sich völlig anders darstellt oder gar nicht ankommt oder ignoriert wird oder auch interpretiert wird. Deshalb ist jeder in seinem Bereich, jede Führungskraft zwangsläufig, muss er oder sie das hier neu definieren und deklinieren, die Ziele anpassen, konkretisieren, eigene Normen nochmal verfeinern. So kann man die Organisation ja gar nicht durchregeln, dass von oben bis unten alles klar ist. Das heißt, Führung ist für mich im Wesentlichen, diesen Kontext klar zu haben, mit meinen geführten Mitarbeitern, wer auch immer in meinem Bereich ist, anderen Führungskräften zu thematisieren, zu bearbeiten, regelmäßig zu erarbeiten, jede Situation auch zu nutzen, das immer wieder sichtbar zu machen. Ja, jede Interaktion sollte eine Aussage übertreffen, was ist uns wichtig, wie gehen wir miteinander um, was gilt hier, was auch immer. Ja, und auf der anderen Seite Beziehungsarbeit zu betreiben. Und dann gibt es natürlich noch, was Sie sagen, bezüglich die üblichen Führungsaufgaben, da gibt es ja jede Menge Kataloge und so. Die machen das als Konkrete. Aber das im Coaching habe ich Erfahrung gemacht, oft gar nicht so im Vordergrund. So, was sind die hier müssen und jenes und dieses und so. Das ist eher nicht so das Thema. Meine Erfahrung, mein Zugang. Kontextsteuerung und Beziehungsarbeit, die beiden Sachen. Da sind wir ganz systemisch unterwegs. Für mich heißt das, mich darauf einzustellen, dass die Themen, über die der Coachee arbeitet, sich auch in der Beziehung niederschlagen zu mir. Oder sehr wahrscheinlich. Weil der ist ja kein anderer Mensch, nur weil er jetzt in einem anderen Setting sitzt. Und das finde ich spannend, mich als Diagnostikum zu nehmen, wie, was passiert denn eigentlich mit mir, wenn der erzählt, mit mir auch agiert, das auch zur Verfügung zu stellen, also damit in Beziehung zu gehen. Und damit auch nach Grave diesen Faktor, den ich den wichtigsten finde, also diese Beziehungsfähigkeit von uns, den er eigentlich für die Therapeuten erforscht hat, gilt aber für uns genauso, als Instrument zu nutzen. Das finde ich sehr wichtig und auch ein ganz schöner Anspruch. Genau, das mache ich, indem wir über unsere Coaching-Beziehung sprechen. Ja, indem ich sage, ich bin bei Ihnen immer unsicher, ich weiß nicht so richtig, wir arbeiten total intensiv und ich sehe auch, wie Sie zum Rot werden. Sie sagen ja gar nicht. Keine Ahnung. Also ich thematisiere meine eigenen Irritationen oder was auch immer nicht klappt. Na, und gebe damit einen Spiegel, wie er natürlich auch seine Beziehung in der Organisation gestaltet. Aber wir reden sozusagen über unsere Coaching-Beziehung. Das ist sozusagen der neue Anteil daran. Ansonsten sagt man immer, wir machen einen Kontrakt, Vertrauen, Tabus, Grenzen, Ziele, was auch immer, ja, so sind dann losgecoacht. Aber in jeder Sitzung oder sogar mal eine ganze Sitzung lang über die Coaching-Beziehung zu reden. Ja. So hat das jetzt funktioniert und warum und ob
obwohl ich den Auftrag von ihrem Chef habe, wieso ist doch Vertrauen da, wo sagen da sind spannend. Ja. So, das zum Thema zu machen, zum Lernfeld, um es dann zu übertragen auf die Gestaltung meiner professionellen Beziehungen in der Organisation. Weil die Ähnlichkeit der Beziehung ist halt sehr hoch und fand den Gedanken irgendwie prickelnd und er hat sich so in den letzten halben Jahren ein bisschen verfestigt und entwickelt sich immer weiter. Wir hatten vorhin zwei Begriffe benannt, als es um die Beziehung ging und was der Coachee, Klient oder wie immer er heißt, dann Klient heißt weitermacht. Wieder? Klient heißen die bei mir. Ja, okay, das ist ja unterschiedlich, ne? Ja, ja, eben. Das auch. Gestern war es auch Mandanten, ne? Ja, oder Delinquenten. Ja. Das war schon ernst gemeint, aber mit dem Mandanten war, glaube ich, schon sehr ernst gemeint. Ja. Okay. Sie hatten vorhin zwei Begriffe dazu benutzt. Einmal Transfer, also aus der Beziehung Coach, Klient zum Klienten und dann zum Mitarbeiter. Und der andere Begriff war Beeinflussung. Und da ist meine Frage noch, ist es dasselbe oder wo sind die Unterschiede? Habe ich Beeinflussung gesagt? Dass die Beziehungen sich beeinflussen, ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Na klar, weil sie sind ja nicht unabhängig voneinander. Naja, Transfer ist der bewusste Prozess, denke ich. Ne? Also ganz bewusst zu überlegen, was kann ich jetzt, was habe ich hier für eine Beziehungserfahrung gemacht. Also darauf gekommen bin ich, dass es gibt Leute gibt, die einfach in sehr finsteren Organisationen groß geworden sind und im Coaching erstmalig eine gute professionelle Beziehungserfahrung machen. Also, ja, klingt jetzt ein bisschen, will mich da auch nicht jetzt nicht eitel klingt oder so, aber wo es eben, wie es eben schon beschrieben, das erstmalig interessant ist, in diesem Kontext mit jemandem zu arbeiten und es ist nicht eben immer Missgunst und negative Interpretation dessen, was passiert und so weiter. Ich muss nicht aufpassen, also es entsteht Vertrauen. Und das dann bewusst zu reflektieren, könnte man Transfer nennen und beeinflussen ist das, was ohnehin passiert. Was sozusagen logischerweise, weil es verknüpft ist, systemisch verknüpft ist, passiert. Wenn ich das mal ein bisschen rücküberlege, also die Schleife nach hinten drehe, würde das ja heißen, für mich als Auftrag zum Coach, ich bin nicht ganz neutral in meinem Verhältnis zu meinem Klienten. Und das, was ich mit dem mache, und ich habe die These, das ändert er nachher an seine Mitarbeiter, muss ich ja diesen Gedanken auch schon mitführen. Und da wird es für mich jetzt kritisch mit dem Konzept, kann er sagen, dass es okay ist, ja? Das heißt, das, was ich mache, wenn ich jetzt jemanden als Mandanten, Herr Meier habe ich gar als, das sei ja auch Mandant, egal, den habe ich als Klienten und ich weiß, dass wie ich mit Herrn Meier umgehe, das macht Herr Meier nachher mit seinen Mitarbeitern. Möglicherweise. Dann habe ich ja eine ganz andere Form von Allparteilichkeit, Neutralität oder ähnliches oder andersrum, ich müsste auch, zwar im kritischen Sinne, Sorge haben, dass das, was wir machen, dass er es überträgt. Meine Frage ist eher, ist das nicht ein Stück Überfrachtung für den gesamten Coaching-Prozess? Weil es eine neue Ebene, eine neue Meta-Ebene einführt. Na ja. Ich bin auch kein großer Freund der Neutralität. Ich bin eher Freund davon, ich habe ein paar gute Ideen und Erfahrungen und die biete ich an, auch deutlich an. Manchmal wasche ich auch jemanden im Kopf im Coaching. Das heißt, geht so nicht, das machen. Sie sind jetzt, keine Ahnung, einer. Ich länger begleite, der ist jetzt in den Vorstand aufgerückt, ja, und hat aber noch so eine Stabsabteilung zu leiten, ein schwieriger Mitarbeiter, der in der ganzen Organisation bekannt ist und so weiter. Sagen, lösen Sie das Problem, Sie können da auch nicht überleben, wenn Sie gleichzeitig jemanden haben oder so. Also gibt es auch mal Kopfwaschen, ja. Es gibt auch natürlich Infos, wie sehe ich die Welt, aber immer ganz liebevoll. Du kannst es nehmen, wir können gucken, aber wenn es nicht deins ist und wenn es nicht passt, dann lassen wir es auch liegen. Ja. Also Neutralität im Sinne, dass ich natürlich schon eine Idee davon habe, wie Führung funktioniert und das Vertrauen die Basis ist und sowas. Also ich bin da nicht so ganz so ein Verfechter dieses ganz neutralen Ansatzes. Wir holen da alles aus dem Klienten raus und so. Aber es ist, wird komplexer und man gibt sich natürlich, muss immer wieder checken, also diese Bewusstheit darüber, was mache ich gerade, die ist da sehr zentral. Ja, also nicht irgendwie loslegen, sondern immer wieder bewusst sein, bin ich da jetzt richtig unterwegs und welche Gefahr und was auch immer. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Ja. Letzte Bemerkung gerade dazu, würde ja heißen, wenn ich meine, mein Klient müsste mit seinen Mitarbeitern härter umgehen, wäre das der Rückschluss, ich müsste auch härter in der Coaching-Beziehung sein? Nee, ich würde nie härter sein. Logisch, ja, dann kann ich ihm aber nicht den Impuls geben, des Transfers.
Nee, härter wäre für mich kein Begriff. Ja, ich meine, ja, ja. Wir können auch umgekehrt liebevoller sein, dann müsste ich mit dem liebevoller. Also, ja. Das ist ja dieser Rückschritt. Ich würde immer sagen, versuchen Sie klarer zu sein und versuchen Sie, sich zu überlegen, wenn Sie, wie ich vorhin mit den Regeln nannte, wenn Sie schon in Regeln wichtig sind, überlegen Sie sich, was passiert, sonst ist die Regel nutzlos. Ja? Also, es gibt ja tausend Regeln, die so erfunden werden, habe ich vorhin schon erzählt. Was immer passiert ist, dass, wenn die Regeln verletzt werden, ist das natürlich immer die Beziehung belastet im System. Weil man hat ja nichts weiter, als dass man sauer ist auf den anderen. Ne? So, und das sind dann die ganzen kaputten, konfliktbeladenen Teams und Organisationen, die sich einen Haufen Regeln aufstellen, aber es gibt eben keine Konsequenz, wenn sie verletzt werden. So, und das heißt, das hat was für mich mit Klarheit zu tun, aber Konsequenz heißt nicht rausschmissen. Konsequenz kann ganz viel heißen, es muss passen in den jeweiligen Kontext. Aber es muss irgendwie merken, da ist jetzt eine Regel und die wurde verletzt und jetzt passiert irgendwas damit. Ja, das ist so ein wichtiger Mechanismus, den wir immer versuchen zu erarbeiten. Also auch schon immer wissen, also sowas erzählen, ja, und dann gucken, wie passt und wie kannst du da was draus machen. So hat sich so bewährt jetzt so in den letzten Jahren, ja, und das ist irgendwie so ein recht, eben dieses Edukative, ja, so ein bisschen Vorlesung und Coachen und Üben und Modelle reflektieren, Landkarten reflektieren. Ich glaube, die Dame im Rot hatte zuerst noch. Ich muss das verknüpfen mit dem Vortrag gestern von Herrn Schlachter. Also muss ich vielleicht dazu sagen, ich glaube, ich arbeite